Ja, ich freue mich sehr, dass ich zu der schönen Ausstellung von meiner Kollegin Julia Mehr einen Beitrag leisten durfte und habe mir dieses Blatt ausgesucht, was vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unscheinbar wirkt, aber es ist ein echtes Gipfeltreffen. Ein Blatt der Superlative. Es ist Theater auf dem Theater, eine der berühmtesten Tragödien der Weltliteratur, geschrieben von dem vielleicht berühmtesten Dichter oder einem der berühmtesten Dichter, übersetzt von einem Literatur-Nobelpreisträger, und das alles dargestellt in einem der wirklich schönsten und kühnsten Werke der Buchkunst. Es handelt sich hierbei um die Schlüsselszene in William Shakespeares Hamlet, in der Hamlet seinen Stiefvater des Brudermords in einer Theateraufführung auf dem Theater überführt, ins Deutsche übertragen von Gerhard Hauptmann, in einer eigens für dieses Buch entwickelten Schrift der sogenannten Hamlet-Fraktur von Eric Gill gesetzt, illustriert mit unglaublich expressiven Holzschnitten von Edward Gordon Craig, der nicht nur Schauspieler und Regisseur, sondern eben auch Grafiker war, und das alles 1929 publiziert in Harry Graf Kesslers Kranach-Presse.